Hallöchen, Freunde, und willkommen nach einer langen Zeit mal wieder zu einer Folge Tannenberg. Irgendwie hatte ich mal wieder Bock drauf, denn demnächst steht ja auch schon der Release von Isonzo, dem dritten Teil der 1914-1918-Reihe, bevor, und zwar am 13. September. Habe ich Bock drauf, ich werde es auf jeden Fall spielen und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Deswegen mache ich jetzt bis dahin immer mal wieder ein Völkchen Tannenberg, vielleicht auch Verdun. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da auch drauf, Bock drauf habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich mehr von dem Spiel zeigen soll. Und dann mache ich das sehr gerne. Ich muss allerdings gestehen, ich bin ein bisschen eingerostet. Ich habe gerade schon mal ein halbes Ründchen gespielt. Und ich habe Lehrgeld bezahlt, sagen wir es mal so. Aber Reaktionen und so stimmen noch, nur das Movement, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Wer Tannenberg tatsächlich noch nicht kennt, oder Verdun, das sind, wir sehen es mal, Taktik-Shooter, allerdings recht realistisch. Also mit einem Schuss, wie es halt auch in Wirklichkeit meistens so ist, seid ihr relativ schnell sehr tot. Deswegen ist ist ein bisschen anders, wie man sich im Feld quasi bewegt, wie man kämpft. Was machst denn du jetzt, Kollege? Scheiße, der hat eine Granate rausgeschmissen. Ich habe gedacht, die wird drin liegen. Naja, also man muss sich halt ein bisschen einfach umgewöhnen, wie das Ganze so funktioniert. Es wird viel auf kurze Entfernung gekämpft, auch mit Nahkampfwaffen, mit Äxten, mit Knüppeln und sowas. Kann ich nachher auch mal zeigen. Hoffe ich zumindest, weil auch das System, wie er quasi ins Spiel joint, ist ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Man ist immer einem Squad zugeteilt. Also man muss, um ins Spiel zu kommen, einem Squad joinen. Und das Squad, in dem ihr seid, bedingt quasi, welche Waffen ihr zur Verfügung habt, welche Rollen ihr zur Verfügung habt. Das kann nicht jeder ein Scharfschützen spielen. Das kann nicht jeder einen MG-Schützen spielen und so. Ist ja mittlerweile bei anderen Spielen auch häufig implementiert, so ein System. Aber hier ist es wirklich sehr streng und sehr strikt. Es ist schon daran orientiert, wie so eine Kompanie im Ersten Weltkrieg eben aufgebaut war. Und das macht es halt alles nochmal ein bisschen interessanter, ein bisschen realistischer. So, und ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Eigentlich müssen wir da lang, in die Richtung. Und das werde ich auch mal tun. Wie ihr seht, wir sind im Ersten Weltkrieg. Hier wird viel mit Gas und mit Rauch gearbeitet. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Gasmaske aufsetzen, damit ich dadurch das Gas überhaupt durchkomme. Und versuche mich mal hier ein bisschen zu orientieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit einer Maske auf. Weiß gar nicht, brauche ich die gerade noch? Sieht eigentlich nicht so aus. Ich sterbe gerade nicht! Okay, das war ein Bot. Auch noch da der Hinweis, es gibt Spieler und es gibt Bots im Spiel und man erkennt es normalerweise an den Namen. Zum Beispiel Wilmer.04 ist definitiv kein Bot, das ist ein normaler Spieler. Allerdings, wenn es sehr an realistische, normale Namen erinnert, ist es meistens ein richtiger Bot. Richtiger Bot. Dann ist es ein Bot. Nur das so als Information für euch, falls ihr das noch nicht kennt. Wo bin ich jetzt hier gespawnt? Okay. Da hinten läuft ein Haufen Zeug rum. Oh, Arti ist immer schwierig, da wackelt immer alles. Das war zum Beispiel ein Spieler. Kratos ist jetzt nicht unbedingt der Standardname. Das dagegen könnte ein Bot gewesen sein. Dann jetzt langsam mal vorrücken zu der Hütte. Autschi. Okay, der weiß. Das ist definitiv ein Spieler. Oh,
Und ich hätte vorher nachgucken sollen, wie viel Muni ich noch im Clip habe. Denn auch das mit dem Nachladen muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Weil man normalerweise nur mit Automatikwaffen spielt. Na, 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 Kollege. Schon wieder Wilma. Okay. Die Maps sind relativ groß. Sei noch dazu gesagt. Und deswegen kann es schon vorkommen, dass ihr immer gegen dieselben Leute kämpft, weil ich spawn, oder wenn ich, ouch, wenn ich in einer Region von der Map spawne, dann versuche und da was machen will, dann versuche ich auch das durchzuziehen und ich glaube, das machen viele andere Spieler auch so. Zum Beispiel möchte ich da jetzt eigentlich mit erobern. Ich kann auch erstmal versuchen, das Ding hier zu halten, aber naja, schauen wir mal. Deckung ist halt hier wirklich das A und O. Wie gesagt, ein Schuss und ihr seid raus. Oder ein Treffer und ihr seid raus. Besser gesagt. Deswegen, es rentiert sich ab und zu mal tatsächlich auch auf entferntere Ziele zu schießen, wenn man mal einen erwischt. Sind sie meistens raus. Und auch durch Deckung und sowas kann man durchschießen. Also eine Holzwand ist hier kein unüberwindliches Hindernis, wie es es in anderen Spielen teilweise ist. Sondern einfach drauf. Ich muss mal gucken, wie viele Folge das eigentlich ist. Vielleicht mache ich da einfach eine neue Serie draus, damit die Leute nicht komplett verwirrt sind. Dass hier auf einmal eine komische Folgennummer draufsteht und es ist seit Jahren kein Video erschienen. Verdammt. Ah, Anfängerfehler, warum stehe ich so lange da? So, und jetzt gucken wir mal gleich rein, ob ich vielleicht eine andere Waffe noch wählen kann. Jetzt gerade mit dem Gewehr 88, Gewehr 98 nehme ich dann vielleicht mal. Dann haben wir wenigstens etwas Moderneres in der Pfote. Ist das moderner? Mute ist. Jetzt mal eine Mauser 98 System. Ah. Das finde ich jetzt nicht so gut. Gas kommt immer näher. Steht Sniper, kannst du vergessen, Kollege, habe ich gesehen. Oh, Granate. Okay, das war dann doch noch näher. Ah, Kacke, und jetzt kommt der Sturmangriff. Da seht ihr auch schon, der Kollege hat ein Bajonett drauf, also im Nahkampf wäre es eh schwierig gegen den geworden. Und jetzt wird das hier leider erobert und da kann ich jetzt natürlich nicht spawnen. Ich werde aber bei den zerstörten Panzern einsteigen, um quasi gegenwirken zu können. Alter, der steht hinter der Hütte schon. Das ist aber frech. Richtig frech. Aber unser Team dominiert. Wir machen einen ganz guten Fortschritt. Nein! Vergessen die Zone auszuwählen. Ja, manchmal macht es das Spiel. Ich glaube, das ist tatsächlich auf Basis, wo wird es am meisten gerade gebraucht, das Team. Dann steckt es einen halt auf einen Spawnpunkt. Naja, gut. Dann helfe ich hier drüben halt. Aber wenn ich so offen rumlaufe, bin ich wahrscheinlich eh gleich tot. So, Maske auf und rein in den Salat. Wie ist denn nochmal? Genau, F ist der Nahkampfangriff. Und ihr seht, man sieht nicht allzu viel. Und der hat mich jetzt beim Bajonett gekriegt. Kolben in die Fresse ist natürlich ganz okay, aber Bajonett ist natürlich tödlicher. Na gut, aber immerhin, wir machen da oben gerade Fortschritt, deswegen gehe ich hier nochmal rein.
einfach mal mit erobern. Ah, scheiße, ey. Artillerie, ich hasse es. Commander können halt so Commander, also beziehungsweise Offiziere sind es, glaube ich, als Rollenname, können hier Luftschläge oder Artillerieschläge, besser gesagt, anfordern. Und das kann sehr mächtig sein. Wie man gerade gesehen hat, der hat einen guten Teil von unserem Trupp einfach fertig gemacht. Alter. Nein, und jetzt kommt einer durch den Graben. Ich will auch den gerade fertig machen. Naja. Aber irgendwie so richtig dolle wehren tut sich das gegnerische Team gerade leider nicht. Spielertechnisch ist es aber eigentlich ganz gut aufgeteilt. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht sind mehr menschliche Spieler bei uns im Team, aber das sah gerade okay aus, glaube ich. Kurz hingucken zumindest. Und zeig dich nochmal. Oh, ganz selten. Ich habe keine Ahnung, ob man das überhaupt auf dem Video sehen wird. Was ich da gerade geschossen habe, da waren zwei. So, ich stürme. Und hinter dem Hügel hier liegt ja noch einer. Kleiner Tipp, wenn ihr das Spiel spielt oder spielen wollt, lauft den Hagen. Wird euch hin und wieder mal den Arsch retten. Wieso darf ich denn jetzt noch nicht hier rein? Okay. Wir müssen gerade noch den Angriff zurückschlagen. Das ist gerade unser Job. Wir sollen gerade gar nicht angreifen. Ah, da hinten läuft einer. Okay. Hat der Kollege schon gemacht. Okay, hier kann man nicht rein. Also kann man schon, aber da ist leider kein Fenster drin. Das ist ja einer von uns. Upsi. Wo kam die Granate denn jetzt her? Jetzt haben wir halt 10 Sekunden Ausgleichsstrafe. Weil die Leute tatsächlich wohl beim gegnerischen Team doch weniger sind. Ja, sind ein paar weniger. Schade. Aber die feindlichen Ressourcenpunkte sind erschöpft. Wir haben gewonnen. Ist doch schön. Und das soll jetzt erstmal für heute eine Teaser-Folge bleiben. Ich habe keine Ahnung, ob das bei euch gewünscht ist, das Spiel. Da mache ich auch gerne längere Folgen, wenn sich's Leute anschauen. Aber ich glaube, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich habe mich gar nicht so ganz scheiße angestellt. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns eventuell bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüssi.